Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paterhut, Beziehungscoach, wieder an Bord. Frisch vom Kongress in Bad Kissingen, war sehr spannend, wo ich über Polarität geredet habe. Sehr interessant. Und heute reden wir mal über das Thema, ja, ich finde nie einen richtigen Mann, beziehungsweise du datest immer die falschen Männer. Das ist bitter, aber für viele Realität. Wir werden das heute mal ausführlich erkunden, was man da machen kann. Ich wollte nur mal sagen, Liebeship-App, also App für meine Kurse und auch meine Inhalte, meine Webseite gibt es jetzt im App Store und auch im Google Play Store. Und es gibt da drin die Energiebooster Challenge, also meine beliebteste Trance-Übung, gibt es umsonst da drin. Und zieht es euch einfach mal rein, App ist umsonst, und weil da wird sicherlich immer mehr drüber laufen. Und ansonsten hoffe ich, Patrick, jetzt haben wir noch, wir sehen uns am Freitag, glaube ich, also 14. auf jeden Fall, auf der Liebische Party in München, findet ihr auch über meine Website. So, jetzt geht's aber los. Hallo Christian, vielen Dank für deine lehrreichen Videos und die Möglichkeit, direkt eine Frage an dich zu stellen. Gerade wurde mir mal wieder das Date von einem Mann abgesagt. Diesen Mann habe ich vor einem Jahr auf einer Plattform angeschrieben. Wir hatten sporadisch Kontakt. Also wir reden natürlich wieder über Online-Dating. Das ist ja, was ich in meinen Dating-Kursen immer wieder sage. Es wird auch adressiert in meinen Kursen. Kann man machen, wenn man nicht unbedingt gezwungen ist dazu. Es gibt Leute, die, ja, es geht einfach nicht. Die kommen nicht raus, sind den ganzen Tag zu Hause, weiß ich nicht. Also da ist natürlich schlecht, aber ansonsten versucht wirklich Offline-Dating zu üben. Also wirklich, Chancen sind viel besser. Aber gut, für Frauen oder weiblich gelesene Personen, was sagt ihr überhaupt zu Europa? Aber ist das nicht verrückt alles? Wahnsinn, ne? Aber vielleicht nochmal an einer anderen Stelle dazu was. Genau. Also da du kannst sicherlich viele Männer finden, aber ja gut, wir werden das so mal ein bisschen zu besprechen, warum man eigentlich immer die Falschen findet. Ich lese erstmal weiter. So, also wir hatten sporadisch Kontakt, trafen uns endlich nach 3 Monaten. Das sollte schon längst gelöscht sein. Also Leute, ihr müsst, also ich meine, du hast wahrscheinlich den Kurs nicht, aber haltet euch einfach sklavisch an die Sachen. Ihr matcht euch, alles klar. Meinetwegen hast du auch angeschrieben, okay, ihr matcht euch. Vielleicht Textmann oder Telefonierkurs, dann trifft man sich, fertig. Wenn das 3 Monate dauert, ich will nicht sagen, dass es nie funktioniert, weil manchmal schiebt man so Sachen nach hinten. Aber gucken wir mal, wie das hier so läuft. Du machst ein bisschen den ersten Schritt. Gut, das ist manchmal schwer, je nach Plattform. Vielleicht bist du auf Bumble, weiß es nicht. Und dann braucht der Mann aber immer noch 3 Monate, bevor er dich überhaupt treffen will. Und das ist auch schon genau das erste Problem, was, glaube ich, das Hauptproblem auch in dieser E-Mail wird, dass du wahrscheinlich, wie ganz viele Frauen, also man sieht diese Riesenauswahl, vielleicht bist du so hübsch, attraktiv, du kriegst sowieso viele Likes, wenn du es drauf anlegst. Und dann ja, wird man so ein bisschen cocky, sag ich mal. Und cocky ist vielleicht der falsche Begriff, aber man wird so ein bisschen denken, ja, warum, wenn das alles so gut läuft, dann kann ich ja auch die allerhübschesten und die aller, also optisch hübschesten, ob die jetzt die tollsten Männer sind, das ist ja gerade das Problem. Aber kann ich ja ganz von oben runter, oh, sorry, ah, Pollen, kann ich ja gleich ganz von oben runter gehen und nimm einfach die geilsten Männer, die es da gibt. Aber das machen ganz viele Frauen, das machen angeblich 80-90% der Frauen. Das führt dazu, dass diese wenigen Männer, die ganz oben stehen, dass die natürlich ohne Ende Anfragen kriegen und ja, und dann vielleicht nicht so viel Lust haben, also viele von denen zumindest, auf was Monogames so, ne, wo sie denken, wenn ich hier eh zugeschmissen werde mit Sachen, ja, wo ist das Problem, ne? Und das ist häufig für Frauen das Problem auf Dating-Apps, dass sie eben diese Bad Guys rausziehen und anstatt mal, aber das ist halt offline viel einfacher zu gucken, wer passt wirklich zu mir. Wer ist auch interessiert an den gleichen Sachen wie ich, wer sucht vielleicht auch eine monogame Beziehung oder meinetwegen auch, was auch immer du willst, aber überhaupt eine konsistente Beziehung, sagen wir mal so. So, trafen uns dann endlich nach 3 Monaten später insgesamt 3 Mal, in denen es auch intim wurde. Schön für dich. Er schrieb mir anschließend jedes Mal, wie sehr er die Treffen genossen hatte. Alles gut, dennoch war sein Verhalten sehr inkonsistent und zäh. Leute, was sage ich immer? Es gibt
die vier großen Dating Standards, sag ich mal. Und einer davon ist Konsistenz irgendwie, ne? Und einer davon ist Progredenz. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also konsistent ist, auch das in meinem Datingkurs ist, es geht konsistent weiter. Also es muss ja nicht gleich committed sein, meinetwegen in der heutigen Zeit, aber ja, ihr hattet ein schönes Date, vielleicht ist ein paar Tage Ruhe, irgendjemand meldet sich wieder, wie sieht's aus, war schön, wollen wir uns wiedersehen, wieder Date, Hangout, have fun, hook up, ne, rausgehen, Spaß haben, körperlich werden und wieder das Gleiche von vorne. Das ist Dating und das ist Konsistenz und Progredenz ist, also wenn du vor allen Dingen mehr willst, also vielleicht ein bisschen was Festeres, ja, dass es mehr wird, dass man sich mehr sieht und das findet ja nicht statt und ich kann immer wieder das Gleiche sagen, ihr müsst halt hohe Dating-Standards haben, also nicht nur hoch, ich will den geilsten Typen haben mit den meisten Muckis oder der am tollsten aussieht, ist ja alles schön, aber wir bleiben häufig an diesem Aussehen hängen und vernachlässigen alles andere, ne? Und ich kann euch nur raten, ich kann euch wirklich nur raten, Progredenz, Konsistenz sollten Dealbreaker sein. Wenn das nicht passiert und ihr nicht so völlig cool seid mit, ich will nicht immer sagen, Freundschaft plus, ihr seid ja nicht befreundet, irgendwie Situationships, One-Night-Stand, wenn das nicht völlig euer Ding ist, lasst es, ne? Mal meldet er sich tagelang nicht auf Nachrichten. Das ist eine fucking Red Flag. Aber lässt es ihm durchgehen, weil er hot ist. Das ist für Männer das Gleiche, ne? Ich kann ihm ja auch hier, ich glaube, das zieht sich auch ein bisschen durch die E-Mail, keinerlei Vorwurf machen. Er hat ja an keinem Punkt irgendwas versprochen. Und es gibt auch keine Verpflichtung für ihn, sich zu melden. Ne? Aber was macht er in der Zeit wohl? Wahrscheinlich nicht Halma spielen, so außer Hallen Halma vielleicht. Aber ja. Ne? Dann schrieben wir wieder stundenlang am Stück und fassen das nächste Treffen im Auge. Ja, also er mag dich bestimmt irgendwie, aber ist halt begrenzt, ne? Wie gesagt, man kann mir, also ich kann auch nicht sagen, dass das irgendwie, ich weiß ja nicht, was er geschrieben hat, aber alles, was ich mir sehe, ist auch nicht manipulativ. Er macht einfach das, worauf er Bock hat und du kannst dazu ja oder nein sagen. Du hast halt ja gesagt, ne? Es nervte mich tierisch, aber ich machte mir Hoffnungen. Na, Hoffnungen sind leider eine ganz schlechte Währung beim Online-Dating. Das kann man echt total vergessen. Fakten, 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 Leute. Alles andere ist völlig uninteressant, ne? So, es nervte mich tierisch, aber ich machte mir Hoffnung, weil ich ihn unglaublich anziehend fand. Ja, das ist das Problem, das ist immer das Ego im Spiel. Ego will immer den Tollsten, den Geilsten, die Hübscheste, den Hübschesten, den Reichsten, die Beliebteste, ich weiß nicht was. Und klar, wenn man den in der Angel hat, also wenn das funktioniert, spricht auch gar nichts dagegen so, ne? Aber wie gesagt, man greift, also gerade Frauen greifen häufig zu hoch ins Regal und ziehen dann die Bad Boys, also jetzt nicht, dass es wirklich hoch wäre, aber wisst schon, wie ich es meine, so, und dann, da liegen wir nur die Bad Boys, ne, anstatt mal ein bisschen zu gucken, also nicht, dass auch committede Männer sehr attraktiv sein können, natürlich, aber, ja, vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen passive Bindungsangst, dass man das macht, musst du mal gucken, ne. Leider war ich durch seine Attraktivität so geblendet, here we are, dass ich mir sein bindungsängstliches Verhalten schönredete und dachte, ich werde schon damit umgehen können. Warum ist das jetzt zwingend bindungsängstlich? Ne? Ich frage für einen Freund, ist es nicht vor allen Dingen, ja, ist es bindungsvermeidend? Also er will es einfach nicht, aber er muss es auch nicht wollen. Also bindungsängstlich impliziert häufig, alle müssen eigentlich Beziehungen wollen, müssen es aber nicht. Ne? Es ist heute, nimmt rasant zu, dass die Leute, ich meine, ich finde es auch ein bisschen befremdlich manchmal und ich zweifle auch ein bisschen daran, dass es uns das so gut tut, aber es ist, wie es ist, dass die Leute ein bisschen mehr suchen, so in der Masse zumindest, ne? So, genau, dementsprechend lief ich im Kontakt immer wie auf rohen Eiern, weil ich ihn auf gar keinen Fall einengen und dadurch verlieren wollte. Ganz falscher Ansatz, wenn ihr eine Beziehung wollt, da muss man natürlich nicht auf nach 5 Minuten mit, wohl kann man auch, aber man muss da, also man muss jetzt nicht gleich auf dem ersten Date, ich will da Kinder heiraten, nee, natürlich nicht, so, und also natürlich,
Aber wenn du siehst, es geht nicht voran und du merkst, es tut dir nicht gut, dann sagst du, hey, wie sieht's aus? Wollen wir das mal ein bisschen auf eine committed oder eine regelmäßige Schiene schieben oder willst du es nicht? Dann sprich dir darüber und dann, ja, es sortieren sich dann diese Männer aus, die es nicht wollen. Aber das will man eigentlich anders. Andere ist irgendwie so needy Verhalten und ja, people please den jetzt, weil du ihn so hoch aufhängst. Das verstehen wir bestimmt alle, aber das führt halt zu Schmerzen. Deswegen rate ich davon ab, sowas zu machen. Ne? Nochmal, ihr steht, also vielleicht hat er auch komische Sachen gesagt, aber ihr steht auch an keiner Stelle, dass er irgendwie dich belogen hat oder irgendwas. Hast du zumindest nicht geschrieben, ne? Also dann kann man auch nur sagen, ja, also wir wollen was anderes, ne? Wir sind nicht kompatibel, egal wie gut er aussieht, ne? Mir ging es damit schlecht, aber ich ignorierte es, weil ich ihn an mich binden und für mich überzeugen wollte. Also eins kann ich euch sagen, wenn Mann irgendwie, lasst euch da nichts anderes einreden, wenn ein Mann so, und das sind viele auf Dating-Apps, also ich kenne auch Männer, die wirklich 300, 400, 500 One-Night-Stands da durchgezogen haben. Meint ihr mit euch, nur weil ihr dann auch mit ihm ins Bett geht, dann will er jetzt euch oder dich ganz bestimmt. Nein, das ist eine Haltung. Ich hatte das neulich auch wieder in so einem Gespräch, dass jemand sagt, ey, ich habe wirklich xx Jahre nur One-Night-Stands. Also erstmal muss überhaupt eine Bereitschaft da sein, die ich überhaupt gar nicht sehe, zu sagen, jetzt will ich aber mal was anderes oder was Stabileres. Und es ist auch wahnsinnig schwer, davon runterzukommen. Also wenn der so einen Durchsatz hat von vielleicht mehreren Frauen die Woche oder das wissen wir alles nicht. Das ist auch dann, man ist so viel Dopamin und so gewöhnt dann und pff. Ja. Also das bringt jetzt gar nichts, dass man dann nett ist und mit dem viel schläft, weil das ist für den Alltag irgendwie. So hart das auch klingt. Ne? Mittlerweile weiß ich natürlich durch deine Videos, dass das Red Flags gewesen sind. Ja, trotz meiner Anstrengungen, ihm nicht zu nahe zu kommen, kam es Anfang des Jahres ohne Vorwarnung oder Vorfall plötzlich zu einem Kontaktabbruch seinerseits. Das ist natürlich nicht schön, aber leider im Online, ich muss es einfach sagen, das ist leider im Online-Dating ein bisschen Alltag. Das heißt aber nicht, dass es schön ist. Ich finde es nicht gut, vor allen Dingen, wenn man schon mehrere Mal in der Kiste war, finde ich, hat man eine Erklärung verdient. Also das finde ich nicht gut, ne? Aber ich meine, es fällt jetzt nicht aus der bisherigen E-Mail raus, sag ich mal so. Damals respektierte ich seine Rückzugsphase kommentarlos. Das ist diese ganze Haltung von, ihm bloß nicht verärgern. Und ich weiß nicht, du kannst schreiben, hey, what the fuck, warum meldest du dich nicht? Kannst du nicht wenigstens sagen, du willst mich nicht mehr treffen? Was soll der Scheiß? So geht, selbst wenn es ein Bindungsängstler ist, so geht hier mit dem Bindungsängstler um. Auf den Punkt, nicht irgendwie drängeln und needy sein, sondern sagen, was soll das? Er kann es mir auch nicht behandeln, was ist hier eigentlich los? Ja, ne? So, redet ich mal ein, ich müsste mich jetzt einfach zusammenreißen und ihn lassen. Er sei eben so ein Typ, einsamer Wolf. Ach, der Sigma. Es hat nichts damit zu tun. Es kann jemand ein einsamer Wolf sein und trotzdem einfach klar kommunizieren, was er will und was er nicht will. Also lässt sich schon ein bisschen im Unklaren, ne? Das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, du kannst dazu auch Nein sagen. Es ist erlaubt, ne? Außerdem, so war meine Einstellung, habe ich sowieso kein Recht, Ansprüche zu stellen. Ja, People-Pleaser, People-Pleasing-Alarm. und müsste ihn so akzeptieren, wie er ist. Ja, aber akzeptieren, wie er ist, heißt auch zu akzeptieren, dass er nicht so ist, wie du es brauchst. Ne? Dabei war es eigentlich ein No-Go für mich und ich lädt sehr darunter. Ja, mehr Selbstliebe. Love yourself more, ne? Habe ich mir als erstes tätowieren lassen. Mit 50. Gott, ich bin schon über 50. Oh. Ja. Ich litt also im stillen Kämmerlein vor mich hin und unterdrückte meinen Impuls, für Klarheit zu sorgen. Nein, du sorgst für Klarheit. Mach das nie wieder. Wozu? Nachdem ich auch Wochen später nichts, habe ich seine Nummer in den Chat gelöscht und war einfach mit der Sache. Der Typ Akta gelegt. Irgendwann habe ich ihn dann vergessen, vor einigen Wochen dann aber doch der Schockmoment, als ich seine Nummer auf dem Display sah. Oh je, 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 je. Also falls du so richtig liebessüchtig gewesen wär, ich weiß, man macht es dann nichts, wenn sich derjenige sowieso nicht meldet, wäre es vielleicht besser gewesen, die Nummer zu blocken, so, ne? Weil man dem vielleicht nicht standhält, wenn es dann wieder losgeht, aber vielleicht
warst du auch gar nicht an dem Punkt und ist ja auch, ja. Er fragte mich, wie es mir geht. Also Übersetzung, ja, Notizbuch gerade ausgespielt. Wann können wir mal wieder Indoor-Olympics machen, ne? Ja. Er fragte dann auch Tage später nach einem Treffen, das dann eigentlich heute stattfinden sollte. Nachdem wir heute noch einmal eine konkrete Uhrzeit ausgemacht hatten, ach, das ist so frisch auch noch, schrieb er mir, dass er sich doch nicht treffen möchte. Er trifft schon eine andere Frau und es würde sich schlecht anfühlen. Ja, also jetzt wisst ihr nochmal, das ist schon echt scheiße, ne? Nochmal abgeschossen, nachdem du eigentlich sowieso schon abgeschossen warst, bist du nochmal abgeschossen und jetzt muss ich eigentlich sagen, es ist, also ihr habt keinerlei Commitment. Also jeder kann sich melden, wann er will. So, und wie gesagt, hab mehr Standards, sei stolzer, ne? Du bist sowieso schon irgendwie nach hinten gerutscht hier. Und klar, man kann nicht jeden von sich überzeugen, ne? Das ist so. Und dann sollte man aber auch die Finger davon lassen, so, ne? Weil sonst, man bettelt wirklich um mehr Schmerzen sonst, ne? Und klar, dann meldet er sich wieder. Das heißt jetzt nicht, dass er, das ist immer noch dann ganz niedrig hängt, so, ne? Also für ihn. Und das heißt immer noch nicht, dass er jetzt auf die Idee gekommen ist, du bist doch ganz toll, sondern wie gesagt, das Notizbuch ist gerade leer und jetzt in der Zwischenzeit, wo ihr das Date ausgemacht habt, ist das Notizbuch doch wieder ein bisschen, ach, diese Fliegen, ey, doch wieder ein bisschen voller geworden und du bist wieder nach hinten gerutscht, so, ne? Und ja, was soll ich jetzt sagen? Soll er dich jetzt, was soll er jetzt auch, ich meine, ich will jetzt ihn nicht verteidigen, aber was, wenn er jetzt dann doch nicht mehr so eine Lust hat, dich zu treffen, wäre jetzt auch nicht besser, wenn er dich, ja, nehme ich das jetzt auch noch mit, wäre auch nicht besser gewesen, so, ne? Also ich kann mich dunkel auch noch aus meinem Dating-Erleben erinnern, ja, dass man manchmal, also in so einer Situation jetzt nicht unbedingt, aber dass man dann manchmal, ich weiß doch nicht mehr, was da alles war, aber dass man mal irgendwas ausgemacht hatte und dann hat man zwischenzeit jemand anders kennengelernt, das passierte halt so. Und, aber hier, du weißt eigentlich schon, also das Pferd ist tot, es ist mausetot, ne? Und du hoffst aber, dass es irgendwie wieder lebendig wird und das, also sorgt da besser für euch, dass ihr solche Sachen, also ihr müsst nicht so Krümel akzeptieren, nur weil jemand gut aussieht. Wirklich, das gibt auch Männer, die committed, also die da anders rangehen und gut aussehen. Also dann habt wirklich höhere Standards, ne? Nachdem ich ihn damit konfrontierte, dass er doch schließlich mir nach Monaten wieder angeschrieben hat und nach einem Treffen fragte, entschuldigte er sich. Er hätte Sehnsucht nach einem Austausch mit mir gehabt und nicht die Absicht, mich zu verärgern. Ja, also ich meine, so ganz ehrlich ist er da ja nicht, weil er wollte bestimmt nicht nur mit dir über Franz Kafka das Schloss diskutieren, vermute ich mal. Oder, keine Ahnung, den Weltfrieden besprechen. Also ich denke mal, er wollte mit ihr so die gängigen Spielchen spielen mit dir und Bettspielchen. Ja, das ist ja Quatsch, ne? Bei mir geht es also darum, dass sich die Männer, die sich für mich interessieren, letztlich doch immer kurz vor knapp für eine andere Frau entscheiden. Ja, das heißt ja, also das wird er mit der anderen Frau genauso machen, ne? Ich sehe hier vor allen Dingen, also es gibt zwei Möglichkeiten hier. Entweder hast du ein Thema mit passiver Bindungsangst, das wäre, wie gesagt, vor allem Modul 9 und Modul 4, könnte ich mir dir auch vorstellen. Mit passiver Bindungsangst, dass du doch so unbewusst, man ist unglaublich, was man so raussuchen kann, so wenn der Liebeschiff entsprechend programmiert ist, der wählt wirklich blind aus den Leuten dann genau die raus, die sich für einen nicht entscheiden. Aber so bauchgefühlmäßig kann ich mir vorstellen, dass es vor allen Dingen, dass du immer die falschen Männer datest, weil du immer auf die Bad Guys gehst, ne? Also das adressiere ich auch in meinem Dating-Programm. Also ich sage immer, es gibt drei Typen Männer. Es gibt die Männer, die dich überall ansprechen, ne? Die also überhaupt keine Probleme haben, die dich ansprechen, weiß ich nicht, wenn du gerade vom Klo von einer Raststätte kommst oder ich weiß nicht was, und die super confident sind und die wollt ihr nicht unbedingt daten. Das ist vielleicht irgendwie, die sind zwar polar, aber wenn die so versiert sind, machen die das ständig so, ne? Dann gibt's die Männer, die euch überhaupt nicht interessiert. So, die will man die auch nicht daten. Und dann gibt's was das dazwischen. Und die muss man vielleicht ein bisschen über die Schwelle heben, aber da reden wir jetzt vor allem über Offline-Dating. Oder man muss mal ein bisschen gucken, dass man mal ein bisschen andere Männer datet, ne? Und nicht immer das Gleiche so, ne? Also ich wette, dass
dass du so grundsätzlich auf attraktive Bad Boys gehst und dann hast du immer die gleichen Ergebnisse, ne? Aber die entscheiden sich nicht für eine andere, sondern die können sich einfach überhaupt nicht entscheiden, ne? Mittlerweile komme ich mehr und vor wie eine Aussätzige. Dabei werde ich laut Aussage von Freunden als attraktiv, sympathisch, offen und intelligent wahrgenommen. Also daran liegt es bestimmt nicht, bin ich mir ganz sicher. Das ist deine Auswahl, ne? Jetzt könnte ich wieder sagen, vielleicht will ich da jetzt nicht triggern. Guck mal, deine Friendzone. Sind bestimmt nette Männer drin. Unterm Strich hätte ich auch immer genug männliche Interessenten. Here we go. Die ich anziehend finde. Vielleicht ist dieser Widerspruch, dass ich rein logisch betrachtet eine ganz gute Partie wäre, aber dennoch immer auf den letzten Drücker aussortiert werde. Nein, du sortierst die guten Männer aus. Ne? Der mich letztlich so killt. Ich verstehe nicht, dass ich trotz meiner positiven Attribute keinen Mann an meiner Seite habe. Also für mich ist das ziemlich klar, dass es, aber prüf es mal für dich, aber sehr wahrscheinlich daran liegt, dass du immer nur auf Bad Guys, das heißt Bad Guys, Männer, die sehr hohe Auswahl haben auf Dating-Apps und kein Interesse haben, sich zu binden, so, ne? Ich bin dadurch so verunsichert, dass ich ständig mein Verhalten reflektiere. Ja, deswegen macht das sowohl Männer als auch Frauen fertig, so Dating-Apps, das verstehe ich schon. Schuld bei mir suche, damit Schuld, was heißt Schuld? Schuld hat das sowieso nichts zu tun, muss immer überlegen, was kann ich ändern in meinem Spielfeld, weil das Spielfeld vom anderen kannst du ja nicht ändern, ne? Mich dann selbst runtermache, mit den anderen Frauen vergleiche und immer wieder in tiefe Löcher falle, weil es mir schon wieder passiert ist, meine ganzen Anstrengungen nie ausreichen. Du musst dich überhaupt nicht anstrengen. Du sagst einfach, sobald irgendwas schief läuft, ja, was ist denn hier los? Wieso meldest du dich nicht? Also People-Pleaser, das kann ich dir auch sagen. People-Pleaser werden, also nicht nur in unserer Gesellschaft, weltweit vermute ich mal, beschissen behandelt. Also es ist so wichtig, das abzustellen. Du wirst wirklich, mit dir werden sich die wirklich Füße abgetreten mit People-Pleasern. Und die geben sich so Mühe, die People-Pleaser. Und kriegen weniger als alle Narzissten auf der Welt, so weißt du. Das ist, weil sie, weiß ich nicht, weil Menschen die einfach ausnutzen, das ist nicht so. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin, dass jemand sagt, oh, das ist aber nett. Mal, abgesehen davon, dass People-Pleasing auch manchmal nicht ganz ehrlich ist, aber dass man so, das ist so nett und der will immer alle Überstunden machen und aber ich bin jetzt auch mal ganz nett und lass den einfach nicht. Nee, so ist die Welt nicht. Die Welt ist dann so, ah, prima, da will jemand alle Überstunden machen immer, dann geben wir ihm doch immer die Überstunden und finden ihn auch noch scheiße, dass das so ist. Das ist ja auch, du kriegst ja, du bist ja noch nicht mal respektiert dafür, ne? Das ist schon echt nicht, das musst du echt abstellen, wirklich. Ganz wichtig, ne? Ich versuche permanent kleine Stellschrauben zu finden. Hör auf, dich anzustrengen. Dann wird sich ganz viel ändern, wirklich. An denen ich drehen kann und endlich mal gewinne. Das ist allerdings ein Fass ohne Boden und stresst mich so sehr. Beim nächsten tollen Mann versuche ich mich dann noch netter und perfekter zu sein. Nein, sei eckiger, kantiger. Da stehen auch Männer drauf, ne? Unvorhersehbarer. Bisschen. Du darfst gern so ein bisschen toxisch sein, ein bisschen hin und her, du meldest dich mal nicht. Aber vor allen Dingen würde ich mich, du siehst ja, dass es nicht funktioniert, würde ich mich mal überhaupt nicht mehr bemühen. Also nicht, dass man jetzt, wenn du jetzt auf Dating-Apps bist, ja klar, du gefällt jemand, dann. Aber keinerlei Bemühen mehr reinzugeben. Man, das triggert vielleicht erst so ein bisschen diese Neediness, dann kann man ja dran arbeiten mit nice, geilem Leben und so. Aber das wäre, glaube ich, ein guter Weg für dich, ne? Das ist eigentlich ein Fass ohne Boden und stresst mich so sehr. Und beim nächsten tollen Mann versuche ich dann noch netter und perfekter zu sein. Ja, gut, das haben wir, glaube ich, schon alles besprochen. Damit er sich bei mir wohlfühlt und dadurch sich verliebt. Männer verlieben sich oft auch in Eckigkeit und so, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt ja genug Ansatzpunkte hier. Dabei merke ich oft schon an meinem Körper durch Herzrasen, dass meine Grenze nicht gewahrt wurde zugunsten von etwas männlicher Aufmerksamkeit. Weiß es eigentlich selber, ne? Das ist, ja, vielleicht muss man da inneren Kind oder die inneren Wunden auch mal angehen. Kannst ja mal gucken. Vielleicht hast du so wenig bekommen. Aber ja, love yourself more, ne? Ich muss dazu sagen, dass ich in meiner Familie mit einer gewissen Geschwisterrivalität aufgewachsen bin und meine Mutter mit meinem braven Bruder immer viel Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt hat, während ich schon für Kleinigkeiten mit Liebesentzug
bestraft worden bin. Oh je, ja, es tut mir leid. Das Muster sitzt tief und ich bekomme es immer wieder präsentiert, dass andere Menschen einfach wertvoller sind als ich, auch wenn ich mich noch so sehr bemühe und anstrenge. Es reicht einfach nie dafür, aufrichtig geliebt zu werden. In dem Moment, wo du dich, ich weiß, das hört sich immer so abgedroschen an, wo du dich zum König, zur Königin machst und sagst, hey, das ist mir alles, meinetwegen mögt ihr mich alle nicht, aber ich finde mich richtig geil und ich werde ein richtig geiles Leben leben. Nur notfalls, ohne Menschen ist mir scheißegal, aber ich werde richtig fucking Spaß haben in diesem Leben. Wird sich alles, das ganze Universum ändern für dich. So. Nicht von heute auf morgen, aber natürlich kann immer noch blöde Sachen passieren, aber das wird was ändern. Es reicht einfach nie. Meine Beziehungsbiografie zieht sich über viele Beziehungen, in denen ich betrogen worden bin, wo der Mann direkt nach mir eine neue Partnerin hatte, mich dementsprechend schnell vergessen hat. Und auch mein Ex-Mann, mit dem ich zwei Kinder habe, für den ich, hat mich für eine andere Frau verlassen. Seitdem komme ich nicht mehr in Beziehung, sondern werde eben von Männern, die ich anziehend finde, vor oder während eines Dating-Prozesses für eine andere Frau aussortiert. Ja, also, ja, das ist blöd. Ich weiß auch, wie schwer es ist, so ein Muster zu verlassen, wirklich. Und vielleicht hast du auch noch so einen Knick weg da von dieser Trennung, von dem Vater von deinen Kindern und aber das ist das Problem, wenn man so das Gefühl hat, ich bin gerade mit meinem Selbstwert, Selbstwert-Challenge läuft ja auch noch, ne, könnt ihr auch noch einsteigen, ist gerade gestartet, Selbstbehauptungs-Challenge, also in dem Moment, wo der Selbstwert irgendwie so angeknackst ist, da trifft man sowieso mal die falschen Wahlen irgendwie, ne, dann, weil dann wird man so anfällig für Lovebombing und deswegen, es hilft alle nichts, egal, es ist auch, was auch immer in der Vergangenheit passiert ist, so, ne, du kannst heute Schritte machen und diese Schritte haben vor allen Dingen zu tun mit Grenzen, Red Flags beachten, so in dem Moment, wo du dem Universum signalisierst, du kannst mir ja 20 von diesen Männern auf dem Bauch binden, ich werde die nicht mehr daten, werden andere kommen, ganz bestimmt, ne, also kannst du das ändern, bin ich mir ganz sicher. Tut einfach weh, immer alles zu geben und dann doch zu verlieren, gib weniger. Das ist dieses Training-Gefühl vom People-Pleaser, ne? Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie ich solche Situationen in Zukunft vermeide und vor allem bräuchte ich mal einen Tipp, wie ich mich wohl damit fühle, meine eigenen Bedürfnisse wichtig zu nehmen und Grenzen zu setzen, ohne Angst zu haben, dass sich Leute deswegen von mir abwenden. Ja, in dem Moment, wo du diese Verbindung löst, wo du sagst, wenn, also hat bei mir aber auch gedauert, aber wenn das einmal so Klick gemacht hat, wenn man einmal so merkt, ja, dann wenden sich Leute eben ab. Das ist mir echt egal, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin einfach nicht mehr bereit für People-Pleasing und immer das machen, was andere von mir wollen und nicht klein machen. Ist mir scheißegal, dann werde ich eben aussortiert. Juckt mich nicht. Das kann man ja auch fake it until you make it. In dem Moment, wenn man sagt, meine Grenzen sind auf jeden Fall wichtiger, als ob du mich jetzt toll findest oder nicht, also das ist so eine andere Ausstrahlung. Das ist wirklich wie so ein Cheatcode für dein Leben, ne? Ja, hoffe, du kannst damit was anfangen. Mach die Folge Kurse. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht sehen wir uns am Freitag und ich gucke es auch nochmal aus, wirklich Freitag war. Ja. Genau. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao.